Für mich war es ganz wichtig, dass wir erstmal Sicherheit reingeben. Wir haben die Schulen geschlossen und ich habe dann sehr früh gesagt, bei uns in Mecklenburg-Vorpommern wird es keine Prüfung geben im März und auch keine im April. Also es wird erst mit mittlerer Reife und mit Abitur, mit den Abschlussprüfungen im Mai losgehen. Das ist jetzt noch nicht klar. Wir wissen, dass wir im Mai die Prüfungen ansetzen werden. Es kann sein, dass Nachholtermine auch in den Anfang der Sommerferien laufen. Aber da sind wir jetzt am Planen und das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber es könnte, wie gesagt, bei den Nachholterminen ein bisschen in die Ferien reingehen. Wir haben die Schulen geschlossen aus einem einzigen Grund. Nämlich wir haben gesagt, wir wollen die Infektionsketten beim Coronavirus unterbrechen. Und es ging da vor allen Dingen und zuallererst und eigentlich nur um die Gesundheit. Ich habe mich sehr schnell entschlossen zu sagen, ich möchte da Sicherheit reingeben, keine Prüfungen bis zum Mai, weil ich auch glaube, in dieser unsicheren Zeit war das jetzt erstmal wichtig, dass wir da Klarheit haben. Wie es dann weitergeht, das werden wir dann beschließen und ich werde das spätestens in der Woche nach Ostern auch bekannt geben, wie dann die weiteren Prüfungstermine laufen. Auch die mittlere Reife wird erst ab Mai geschrieben. Es sollte eigentlich schon eine Prüfung mittlere Reife geben Ende April. Die wird nicht stattfinden, sondern die schieben wir dann ans Ende der Prüfungskette bei der mittleren Reife. Und natürlich machen wir uns um alle Prüfungsbereiche gerade Gedanken, wie wir das dann auf die Reihe kriegen. Da geht es auch um natürlich die beruflichen Schulen, aber auch natürlich um die mittlere Reife. Ostseewelle, Hitradio Mecklenburg-Vorpommern.